Schneeschmiede, heute bei der zweiten Folge, wenn es darum geht, Schneediorama zu basteln. Ich habe hier mal so ein bisschen was vorbereitet, also was wir so mehr oder weniger an Utensilien benötigen. Geht es einfach jetzt mal durch. Eine Schere, eine große, ein Skalpell, das soll schön scharf sein, ein Stahllineal. Holz würde auch gehen oder Plastik, aber da soll man ein bisschen aufpassen, weil die macht man schnell kaputt. Schleifpapier, ein Edding, handelsüblich, kein dünn, sondern mit einer extra dickeren Mine. Zum Kleben und Tape. Solltet ihr im Hintergrund meine Kleine hören, das sind Special Effects, das ist mit Absicht gemacht. Und natürlich handelsüblicher Styropor aus dem Baumarkt. Das habe ich jetzt einfach mal so grob rausgeschnitten auf die Schnelle mit dem Cutter, dafür nutzen wir das. Das wird sozusagen eine Basis für 1:72er Modell. Ja, und an dem zeige ich das euch sozusagen. Das andere, was ihr in der ersten Folge gesehen habt, das ist so 1:35. Damit werde ich in der Folge 3 dann weitergehen. Weil das mache ich einfach so, um euch das zu zeigen. Und später werde ich das dann auch mit irgendeinem Fahrzeug verwenden wollen. Und ja. Und ihr könnt auch Tamiya-Tape oder ihr könnt auch handelsübliches Malerkrepp nehmen. Wofür, zeige ich euch gleich. So, was noch ganz praktisch wäre, ist eventuell noch ein gutes Geodreieck. Das kriegt man für ein paar Euro. Und ja, legen wir gleich mal los. Ich habe hier aus dem riesen Bogen, den ich habe, mit der Schere so ein Stück rausgeschnitten. Ja, das sollte man ja großzügig ausschneiden. Wie gesagt, das ist kein Evergreen Plastic Sheet, wo man jeden Schnipsel aufbewahrt. Das ist einfach No Name und das ist identisch dasselbe. Sollte man erstmal großzügig ausschneiden und eine Kante, am besten die untere hier, muss gerade sein. Die hier ist nicht so relevant, das wird dann die Oberkante sozusagen. Wir werden dann nur in der Mitte nochmal komplett auftrennen, aber so, dass es eine schöne gerade Linie gibt. Das machen wir aber erstmal später. Zuerst kommen wir zum Styropor. Einerseits sollte man entscheiden, was für Modell man da drauf setzen möchte. Gerade hier, das wird 1:72er Maßstab. Die Länge werden wir mal beibehalten, das sind so ca. 13,7 cm. Hat hier auch eine gerade Kante noch, das ist noch vom Original, alle anderen sind halt, nee, die ist auch original, aber das ist sehr praktisch, zwei gerade und die werden wir sozusagen zurechtschneiden. Die Länge werden wir behalten, bloß wir wollen natürlich einen einigermaßen rechten Winkel haben. Muss nicht so hundertprozentig sein. Es ist auch nicht so wirklich wild. Dafür nehmen wir das Cutter. Wir nehmen mal 10 cm. Markieren hier einmal. Die Schnittstellen sieht man eigentlich sehr, sehr gut hier. Also da müsst ihr nicht unbedingt jetzt irgendeinen Stift nehmen. Ihr könnt das natürlich auch, einen Bleistift oder ein CD-Maker, was euch gerade auf dem Schreibtisch rumliegt. Legen wir das hier mal so drauf und gehen einmal ganz vorsichtig durch. So, wie gesagt, nicht ganz runter, sonst schneidet ihr euch eure Platte rein, eure Schreibtischplatte oder Arbeitsplatte. Und dann schön gerade runter. Also der rechte Winkel zu dem hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass mehr oder weniger gerade runtergeschnitten wird. Es muss nicht hundertprozentig sein, aber Pi mal Daumen. Einfach. So, das macht natürlich einen Motz Dreck. Das ist so schlimm, das kommt weg. Ziehen das grob runter. Ja, dann sieht es dann so aus. Wie gesagt, ist jetzt nicht so hundertprozentig, aber für den Maßstab brauche ich das völlig ganz im Aus. So, jetzt machen wir das selber mit der Seite hier. Die ist ein bisschen sehr schief. Das gefällt mir nicht. Gucken wir auch, ob die Kante auch mehr oder weniger parallel ist. 13,5. Nee, natürlich nicht. Dann werden wir das hier auch nochmal ein bisschen weniger nehmen, sondern 13. Also ist jedem frei, was für eine Größe. Kommt natürlich darauf an, was man noch da draus setzen will. Eine große Szene oder nur ein Fahrzeug. Das ist einem völlig frei. Ist
jeder Geschmack unterschiedlich. Man kann natürlich jetzt auch eine Hartschaumplatte nehmen. Das ist ganz klar. Also der Vorteil auch jetzt gerade beim Stahllineal ist einfach, man kann mit einem Cutter rangehen. Das geht nicht so schnell kaputt. Bei Holz und Plastik sieht es ein bisschen anders aus. Und beim Cutter sollte man auch eine schön scharfe Klinge verwenden. Wie gesagt, passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Das kann mal ganz schnell passieren. Ja, das sieht schon besser aus. Ah, seht ihr? Sieht doch ganz in Ordnung aus. Gut, da haben wir schon mal unsere Basis fertig. Kommen wir dann gleich mal zum Plastik. Jo, den Styroporblock haben wir jetzt fertig. Jetzt kommen wir zu dem Plastiksheet selber. Okay, ich habe leider, weiß jetzt nicht, wo gerade meine Schneidmappe ist. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ja, so als Unterlage zu nutzen, weil weiß auf weiß ist ein bisschen schwierig. Da gibt es so einen schönen Trick, wie man die Schneidkante am besten sieht. Man nimmt ein Edding und feines Schleifpapier. Und ab 1000er Körnung, das ist 1200, das fühlt sich schon fast an wie Papier. Und natürlich ein Stahllineal. Vorteil ist, wenn man sehr langes hat. Ich habe leider jetzt hier nur einen Standard 300mm Stahllineal leider. Aber das ist nicht so schlimm. Zu beachten ist natürlich die Höhe des Styroporblocks selber. Es reicht völlig aus, wenn man einfach die normale Höhe annimmt. Man kann natürlich auch ein paar Millimeterchen höher gehen, wenn man will. Also messen wir das aus. Das sind so circa 2 cm. Das Ding hat hier 6. Kleinsten Stelle 5,7, dann nehmen wir einfach 2,5, also von der geraden Unterkante, die eh unten sein wird, gehen wir sozusagen hoch. Dann markieren wir uns das alles noch ein bisschen, also 2, da reicht ja einfach nur ein kleiner Kratzer in der Mitte auch. Und am Ende. Wie gesagt, Vorteil ist, wenn man natürlich ein langes hat. Zack. So. Jetzt, um das wirklich sauber schneiden zu können, fixieren wir das Stahllineal. Weil wenn wir das halten, das funktioniert nicht. Weil wir geben da so viel Kraft drauf. Da wird das einfach nichts. Kann natürlich die Linien auch mit einem CD-Maker markieren, aber ich habe leider nicht so ein Fein eigentlich da. Da sehe ich die Linie nicht mehr. Ah, da ist er. Aber wenn man gegen das Licht hält, geht das eigentlich ganz gut. So. Wie gesagt, ist ganz wichtig, dass das Cutter sehr, sehr scharf ist. Also wenn ihr mit einem Stummen da habt, dann raspelt ihr eigentlich gesagt nur. Wir gehen bis zur letzten Klinge. Muss ich mal aufstehen sogar, dass ich ein bisschen dass ihr besser sieht. Hier schön an. Dann erstmal einmal locker drüber gehen. So, das machen wir mehrmals. So, wie ihr seht, Vorteil, das Tape hält das Lineal einfach fest. Es verrutscht nichts, gar nichts. Es ist eine 1A saubere Linie. Das ist super, super praktisch. So, jetzt machen wir das wieder ab. Oh, die sieht man sogar sehr gut. Gerade bei dem Licht hier, weil das Licht ist aus allen Ecken und Kanten. Und wie ihr hört, die Special Effects haben sich soeben eingeschaltet. Da. Hier unten auch. Mal gucken, wo die ist hier. Die beim Aufnehmen stören. So. Ja, das ist nicht so, wie ich das will. Ja, das ist halt, wenn man ein durchgehendes Lineal hat, ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber ich will halt sauber ein gerades Stück haben. So. Und hier machen wir wieder dasselbe. Ah, scheiße. Ah, das ist gar nicht so einfach. So. Ja, man sieht eigentlich die Linie ganz gut. Ihr seht es ja hier. Durch das Licht erkennt man das ganz gut. So, eigentlich kann man jetzt auch, wenn man die Linie gar nicht sieht, nimmt man ein Edding.
mal drüber. So. Wartet kurz, bis es trocknet. Ja, trocken. So, ich habe euch einfach mal näher rangeholt. Ja, mit dem anderen, da habe ich nicht so lange genug gewartet, bis es trocknet. Es gibt nämlich zwei Arten von Eddings. Das ist es nämlich. Es gibt einmal den Permanent Maker, wie ihr seht, und einmal den Paint Maker. Und der Paint ist eher Lack. Und der ist irgendwie so filzstiftmäßig. Also, ich habe jetzt den hier genommen. Ich habe das erst so aufgetragen und damit Schleifpapier weggemacht und dann sieht man die schwarze Linie besser. Also zum Beispiel, wenn man wirklich so kleine Quadrate oder irgendwie ausschneiden möchte, so kann man die Linien, die Schnittlinien besser erkennen. Erleichtert die Arbeit ungemein, wenn man irgendwie längere Teile machen will. Jetzt bei dem hier ist es jetzt nicht wirklich nötig. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, jetzt haben wir das geschnitten. Es ist leider nicht so ganz gerade geworden, gerade hier am Ende so. Aber das ist nicht so schlimm. Das, ja, wir brauchen wahrscheinlich nicht das Gesamte, weil das ist eine Riesenlänge. Das sind ungefähr 40 plus 25. Das reicht dicke. Um das einfach zu brechen, ist einfach. Man knickt es einfach um, nach unten. Und dann bricht das von alleine. Das kann man sauber brechen. Wie gesagt, man geht da 2-3 Mal mit dem Cutter da durch und dann geht das einfach super. Nicht mit Gewalt. So. Da spart man Zeit. Also man muss hier nicht sägen oder sonst irgendwas machen. Dann kann man dann vielleicht nochmal mit dem Skalpell nochmal ganz vorsichtig in die Rille hier reingehen. Oder auf die andere Seite. So. Und dann ist es ab. Nochmal ein durchgängiges Teil. Und das ist auch gerade geworden. Jetzt sind wir hier vom Ende abgesehen nicht. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir schneiden das hier eh ab. Ja. Gut. Das war zum dem Teil. Jetzt müssen wir die Teile natürlich dementsprechend ablenken. Ja, wir machen uns mal ein paar Markierungen. 1, 2, 3 und die. Ja, also jetzt zu Demonstrationszwecken für euch. Ich schreibe einfach die Zahlen in den Teilen, wie man das möchte. Das ist ganz einfach. Und wie wir sehen, es ist nur ein bisschen höher. Man soll halt immer dran denken, dass das die Unterseite ist. Nicht, dass man die Schnittkanten nimmt, weil manchmal schneidet man nicht so sauber. Das passiert manchmal. Gut, wie gehen wir vor? Das ist ganz einfach bei dem, was ich in der ersten Folge euch gezeigt habe. Gehe ich sozusagen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn sozusagen, lasse ich immer eine Stelle Stoß und dann die nächste wird lang. Die geht drüber. Die nächste geht da Stoß und da geht sie wieder drüber. Und das geht immer so weiter. Wie, ja, soll ich das sagen? Dann sieht das halt so aus. Wie so eine große Schaufel oder sowas. Warum mache ich das? Ist ganz einfach, damit ich eine saubere, dass ich die Kanten sauber abschneiden kann an jeder Ecke. Ich habe das früher immer Stoß auf Stoß gemacht, aber wenn man einen Teil komplett lang auf Stoß macht, das funktioniert nicht. Weil er ist ein bisschen schräg geschnitten und dadurch das Styropor, das funktioniert leider nicht so. Das ist diese Stülp-Variante, wo ich den Styroporblock reinsetzen werde. Bei dem hier machen wir das anders, bauen wir drumherum. Dann sagen wir gleich das Maß von Styropor. Da muss ja jeder sehen, wer so seine Vorlieben dafür entwickelt. So, dann machen wir mal das erste. Dafür nehmen wir auch eine Schere. Ah, nee, eine Schere ist, glaube ich, nicht so schlau. Mal sehen, ich glaube eher doch mit dem Skalpell. So, okay, und dann können wir uns das so ganz grob markieren. Das wird Teil 1. Wie gesagt, eine lasse ich immer länger, die andere kürzer. Wir markieren uns das erstmal so. Das wird Teil 4. Und das optimal Teil 3. So, fehlt uns noch das zweite. Das hier nehmen. Zack.
Die Höhe ist jetzt nicht so relevant. Zap, passiert. Das wird halt die Schnittkante. 2. So. Ja, das ist doch ganz ordentlich. Ja, jetzt schneiden wir das schön rechtwinklig an jeder Schnittstelle ab. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da wird sie nämlich auf Stoß liegen. Und es ist gar nicht so einfach. Also das heißt, wir werden uns das wieder hier so ein bisschen fixieren. Direkt auf die Platte selber drauf. Gehen wir mal ein bisschen zurück. So, ja. Machen wir so. So. Und jetzt werden wir das mal schön das Geodreieck anpressen. Wir brauchen das Teil eigentlich dann auch nur einfach durchzubrechen. Mehr braucht man da nicht. So, weil man kann da nämlich jetzt schön rechtwinklig schneiden. Ich habe mir auch gestern neue Klingen geholt. Das ist nämlich der Vorteil. So, dann machen wir das nämlich ab. Dann kann man das nämlich ganz schön sauber abbrechen. Und gleichzeitig haben wir die Nummern markiert. Mehr ist das nicht. Dann legen wir die mal uns so hin. So, dass wir die da haben. Drei haben wir auch. Gut, ich geize jetzt gerade nicht mit dem Material, hatte ich gesagt. Aber okay. So, wir haben alle drei Teile geschnitten. Das Teil Nummer 2 habe ich nun auch nochmal von der Höhe geändert, weil es war dann doch ein bisschen hoch. Das kann man machen. Das geht dann ratzfatz super, super schnell. So. Bei den Teilen habe ich jetzt jeweils überall ein Pünktchen hier hingesetzt, damit ich weiß, okay, das ist die gerade Kante bei allen Teilen, weil die werden direkt auf Stoß gesetzt. Zack. Und damit wir dann später auf der anderen Seite dann sauber wegschneiden kann. Man kann es auch so wegschnitzen vorsichtig und sich nach und nach ranarbeiten. Das werde ich euch dann gleich zeigen. So, und dann nehmen wir uns mal einen guten alten Tamiya-Kleber. Das Gefäll geht mal weg. Geodreieck brauchen wir jetzt für diese Aktion eigentlich jetzt nicht, weil es ist nicht gerade wirklich groß, das Stück. Das reicht eigentlich. Wir machen es einfach so. Und die Zahl nach innen. Weil leider ist Edding extrem deck, also hat eine gute Deckkraft. Und wenn man doch sich für einen helleren Ton hier entscheidet, mal angenehm für weiß, blau, was auch immer, was euch gefällt, dann sieht man die Nummer hier und diese Markierungen leider. Oder man schleift das natürlich auch weg, wie es einem beliebt. So, und dann kommt das so hier dran. Einfach das hier auf Stoß. Und ja, und man sieht, die Höhe ist auch sehr gut. Und der Styroportblock, der passt wie die Faust aufs Auge. Ich kann auch noch mal näher rangehen für euch, dass ihr das noch mal besser seht. Die 1. Oh. So, das ist hier die 1. Bei 1 und der Punkt hier ist ja der Stoß und er geht dann direkt hier dran. Klack, klack, klack und lasse ich jetzt direkt hier Kleber reinlaufen. So, das Ganze ist jetzt getrocknet. So, ich habe es jetzt einfach mal einen Tag rumliegen lassen. Ja, das Schöne ist jetzt, man kann die Styroporplatte jetzt einfach rausnehmen. Wie gesagt, wir können jetzt auch keine Seite irgendwie verwechseln, weil wir haben das ja alles schön nummeriert. Man könnte das auch auf der Rückseite auch machen. Aber ich mache das halt immer auf der Oberseite. Und wie ihr seht, ja, sind überall die Nummern dran. Und ja, stabil ist es jetzt auch. Man guckt jetzt nochmal die ganzen Kanten so durch, ob die auch alle komplett dicht sind. Ja, eigentlich wunderbar. Und jetzt geht es darum, diese Seiten jetzt sauber abzuschneiden. Ich mache das immer erst grob mit der Schere, weil das Material ist dann doch schon recht dick. Und dann sieht das ungefähr, wartet kurz, ich stelle das kurz zur Seite. Dann sieht das nämlich dann so aus hier. Ich habe das nämlich jetzt grob, aber wie ihr sehen könnt, es sind auch einiges am Material da. Das werde ich dann mit dem Skalpell dann bearbeiten. Ja, das ist boah, dass es eine schöne saubere Kante gibt, dann gibt man nochmal mit Schleifpapier oder mit einer Feile nochmal ran und dann sieht das sauber aus. Ja,
Das machen wir jetzt einfach mal, oder? Also ich sagte, Staubvorteil legen wir erstmal zur Seite. Also mit der Schere ist auch so eine Sache. Ich habe eine Titanium, die ist aus Titan, also beschichtet zumindest. Die wird nicht stumpf. Ganz wichtig ist, das Teil, was abgeschnitten werden muss, muss unten sein. Ja, also so rum, die lange Seite der Schere auch unten, weil mit der oberen drückt man das nach unten weg. Würde man das umgekehrt machen, würde man das wieder abdrücken. Und das ist nicht so schön. Und dann schnipp, schneidet man es ab. Dann steht da noch ein bisschen oben was dran, wie man hier sieht. Aber das kann man dann getrost mit dem Skalpell da machen. Und dann geht man dann so je Seite für Seite. Geht man dann weg. Also das ist eher eine Schere für Stoff. Weil Stoffe sind viel, viel härter als Plastik oder Papier. Zack. Und es ist eine super, super schnelle Lösung. Ich habe mir, weil ich es verkehrt rum gemacht habe, schon oft den Rahmen verhunzt. So, jetzt haben wir das alles abgeschnitten. Das ist kein Abfall hier. Das heben wir auf. Das kann man, keine Ahnung, für irgendwas anderes verwenden. Wie gesagt, mir kommt auch nichts rum. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt ist es wichtig, die Seiten jetzt plan zu machen. Einfach alle. Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Das Skalpell muss schön scharf sein. Man geht ganz, ganz vorsichtig hier rüber. Zack. Ja, und wie ihr sehen könnt, es ist ganz gut geworden, die Ecke hier. So mache ich das und das mache ich dann mit jeder Ecke und auch mit dem größeren. So, ich habe jetzt alle Kanten weggeschnitten. Wie ihr sehen könnt, sieht das eigentlich schon ganz sauber aus. Ja, da geht man noch mal ein bisschen mit feinem Schleifpapier drüber, dass da diese Kratzspuren von dem groben Pfeile dann weggeht. Und von dem anderen. Und dann geht man halt allen Seiten so durch. Dann am Ende noch mal, ganz zum Schluss, mache ich noch mal die Innenseite noch mal, lasse ich noch mal Flüssigkleber einfach noch reinlaufen, dass das dann noch mal bombenhart wird. Ich lasse das dann noch ein bisschen stehen. Und dann ist es bereit für die nächste Folge sozusagen. Hier mache ich erstmal einen Punkt. Wie gesagt, das war zu Demonstrationszwecken. Weiter geht's mit dem großen hier. Weil den hatte ich vorher schon angefertigt und habe mir gedacht, naja toll, ich kann es euch ja nicht zeigen, wie ich das normalerweise anfertige. Und daher habe ich dieses kleine gemacht. Ist nicht umsonst, weil ich habe noch einen T90, den werde ich wahrscheinlich hier einbetten. Und der hier wird ja für den Puma. Und in der nächsten Folge werde ich euch zeigen, da werden wir entscheiden, wie wird der Puma da drin stehen, wie wird der Styroporblock bearbeitet, weil den müssen wir vorher bearbeiten, also dementsprechend die Fahrrillen rausschneiden und so alles. Und dann werden wir hier in das Plastik seitlich dann Konturen rausschneiden, weil so gerade komplett ist irgendwie, ich sage mal, stinklangweilig. Das ist, macht irgendwie jeder. Nee. Wir müssen schön Konturen, das Fahrzeug wird nicht gerade drin stehen, ein bisschen asymmetrisch sozusagen zu allem, dass es die Szene ein bisschen auflockert. Ja, gut, ich bedanke mich fürs Reinschauen. War mir wieder eine volle Freude, euch wieder den Erklärbär zu machen, weil es macht mir echt viel Spaß. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann mit diesem Punkt dann weiter. Ja? Macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Tag, eure Plastikschmiede. Tschüss!